Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer neuen wunderbaren Sendung Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Jena hier ist der Mentalist, wie heißt du nochmal? Karl-Heinz Hagenbeck, ja, und ich bin der Sashi und wir haben heute, was für ein Datum haben wir heute? Heute haben wir den 3. Mai. Ja, den 3. Mai haben wir heute, Mensch. Ja, Mensch. Ah, manchmal ist man ja total durch den Wind, ne? Natürlich. Wir haben natürlich auch heute ein Geburtstagskind mitgebracht. Tja, wer kennt sie nicht? Die gute Fernanda Brandao. Ja, kennst du? Natürlich, Hot Bandidos, Sängerin. Ja, ja. Hot Bandidos, und was hat sie noch gemacht? Jurymitglied in Deutschland sucht den Superstar war ja, sie. Ja, richtig, genau. Und ansonsten hat sie Reporterin. Moderatorin, In Brasilien war sie noch bei der Fußball-WM. 2014 war es, glaube ich, in der ARD. Fußball-WM, habe ich doch gesagt. Ja, 2014. Ja, Brasilien. Ja, genau. Das hat sie noch gemacht. Naja, gut. Ansonsten ist ein hübsches Mädel. Ja, ja, ganz nett. Am 3. Mai 1971 tritt Walter Ulbricht als erster Staatssekretär des Zentralkomitees der SED zurück. Und sein Nachfolger wird? Natürlich der Herr Honecker. Ja, richtig, genau. Also das ist Walter Ulbricht, hier sehen wir. Ne? Zacki, zacki. Ja, oben fleischfarbene Badekappe, so wie du so ein bisschen, nur nicht ganz so fleischfarben. So sähe das bei mir aus übrigens, wenn ich sie wachsen lassen würde. Ja? Ich kriege, ja, ja. Ja, dann lass wieder abrasieren, ist viel besser. Wenn ihr dafür seid, dass ich mal mir so die Haare wachsen lassen soll, dann schreibt es doch hier unten in die Kommentare. Bei 100 Kommentaren mache ich das und poste dann ein Bild. Da muss man ja noch ein halbes Jahr warten. Das macht doch nichts. Es ist ja nicht so, dass man sagt 100 Kommentare und plopp. Ich mache dann so. Andersrum wäre besser, bei 100 Kommentaren rasse ich den Bart ab. Nee, ja, da hast du keinen Bock drauf, ne? Nein. Ja, ja, genau. Was war noch am 3. Mai? 1971, das hatten wir gerade, genau. Ja. Der 3. Mai, Nationalfeiertag in Polen. Nationalfeiertag in Polen. 1791. Ja, warum? Genau. Weil Polen nämlich als erstes Land in Europa nach den USA, also das zweite Land sozusagen, erstes Land in Europa, eine schriftliche Verfassung bekommen hat. Ich habe auch mal die Fahne mitgebracht übrigens jetzt im Hintergrund. Ist auch richtig kompliziert. Ja. Ist also, ja. Ja. Kann man sich kaum merken. Kann man mit einem Buntstift malen. Das diese Verfassung, diese schriftliche Verfassung haben sie bekommen 1791. Ja. Ja, und das am 3. Mai. Und das ist halt sozusagen, deswegen erzählen wir das heute hier in diesem Abend. Ne? Ja. Und? Ja. Hast du Lust auf Ficken? Ich würde jetzt gerne mal, ich hätte richtig voll Bock auf Ficken. Ja, dann trink du ein Ficken und ich trinke hier. Das erste Mal übrigens, dass du das trinkst. Das erste Mal Ficken. Ich bin manchmal, wie das erste Mal Ficken so ist. Ne? Das erste Mal Ficken. Prost. Und ich sag, achso, nee, komm, wir wollen erstmal warten, ne? Und? Eiskalt übrigens, ganz wichtig. Oh. Wo ist die Kiste? Ja, sag ich doch. Ja, cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.